Was kann man mit einer alten Schule anfangen? Genauer, was kann man mit der alten Schule in Kaimt anfangen? Das Gebäude wurde bisher als Proberaum des Gesangvereins und als Übungsraum für eine Tanzgruppe benutzt. Bei den Überlegungen zur weiteren Nutzung hatte Birgit Theresa Koch die Idee, der Raum wäre für ein kleines kommunales Kino gut geeignet. Sofort sprang dieser Ideenfunke auf einige Kinobegeisterte über und eine Arbeitsgruppe wurde gebildet. In ersten Sitzungen entstanden Ideen, Pläne und viele Fragen und der heilige Bürokratius tauchte auf. Was braucht man für ein Kino? Wie bekommt man Zuschuss und Sponsoren? Ob ein Kino in Kaimt gewünscht würde, wurde durch eine Umfrage bestätigt. Gäbe es ein Kino, vor allem im Winter, würde ich sehr gerne ins Kino gehen. Wäre wunderbar. Ich würde das Format eines neuen Kinos hier in Zell-Kaimt sehr begrüßen. Es steht wahnsinnig gern hey und Kino go. Natürlich. Winter in jeder Fall. In Kaimt. Und da würde ich gerne wieder hingehen. Ja, sicher, würde ich da gucken gehen. Ja, gerne. Aber natürlich. Auf jeden Fall. Also ich sehr gerne, wenn es so nah dabei ist. Es wurden sogar schon Wünsche geäußert, was in diesem Kino auf die Leinwand gebracht werden sollte. The Aviator, ein Film über einen Flugpionier. Ein bisschen was Schräges. Historische Filme von der Stadt Zell. Das ist was Besonderes, was nicht so im Fernsehen läuft. Ob das jetzt würde gern Kriminalfilme sehen oder mit meinen Enkelkindern gern Kinderfilme ansehen. Also ein schöner Dokumentarfilm, das wäre schon was Feines. Bei einem ersten Antrag an die Stadt Zell kam wieder mal der heilige Bürokratius ins Spiel. Ein hinterhältiger, zu schlechten Späßen aufgelegter und immer wieder für Überraschungen sorgender Gegenspieler der guten Ideen. Doch die erste bürokratische Hürde wurde genommen. Der Rat der Stadt Zell beschloss einstimmig, dass das Kulturkino Kaimt installiert werden könnte. Durch einen Zufall wurde man auf das stillgelegte Lichtspielhaus Tivoli in Castellaun aufmerksam. Frau Wolf, die Besitzerin, machte eine Führung durch die Räume, zeigte die museumsreifen Vorführmaschinen und die alte Technik, die aber für das Kulturkino Kaimt nicht in Frage kam. Aber die alten Kinosessel wurden günstig angeboten. Da im Lichtspielhaus Tivoli kein elektrischer Strom zur Verfügung stand, wurden die Sessel bei Taschenlampenlicht begutachtet und für gut befunden. Auch am alten Vorhang bestand Interesse. Alles wurde auf alte, hunzriger Art verhandelt und mit Handschlag gekauft. Mehrere Fahrten auf den schönen Hunsrück waren notwendig, um 60 Sessel abzuschrauben und den Vorhang in schwindelnder Höhe abzuschneiden. Hier das geplünderte Tivoli. Mit festlichem Glockengeläut wurden die Sessel dann in Kaimt empfangen und gleich in den zukünftigen Kinosaal geschleppt. Nichts ist unmöglich, nach diesem Motto wurden die Sitze vom Kinoteam fast rundum erneuert. Zerrissene Polster wurden mit vorhandenem Ersatzmaterial geflickt, die alten Hunsrücker Kaugummis wurden abgekratzt, zerkratzte Rückenlehnen abgeschliffen und gesäubert, die schadhaften Sitze wurden ausgetauscht. Na prima, geht doch! Dann wurden die Polster mehrmals gereinigt und zum Schluss die Rückenlehnen gestrichen. Jetzt sahen sie aus wie neu und damit sie nicht geklaut werden, hat man diesen Herrn verpflichtet, auf die Sitze aufzupassen. Bei einer weiteren Sitzung des Arbeitskreises wurde dann über die Gründung eines Vereins debattiert, eine Satzung entworfen und über ein Logo nachgedacht, das das Kino als Erkennungszeichen bekommen sollte. Der erste Entwurf wurde eifrig diskutiert. Zur Gründungsversammlung des Vereins Kulturkino Kaimt kamen viele interessierte Bürger. Die Versammlung konnte schon in den vorbereiteten Kinosesseln stattfinden. Natürlich wurde reichlich Popcorn gereicht. Günter Scheidt eröffnete die Gründungsversammlung und übergab dann an den Verbandsbürgermeister Karl-Heinz Simon. Das ist ein relativ trockener Akt, einen Verein zu gründen. Ja, dann komme ich zur Wahl. Günter Scheidt wurde als erster Vorsitzender des neuen Vereins gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende Birgit Theresa Koch, Schriftführerin Ulrike von Quast und Kassierer Axel Clemens. Als Kassenprüfer wurden Thomas Jacobs und Peter Brem gewählt.
Die Versammlung wurde interessiert durch die Redakteurin der Rheinzeitung verfolgt. Der bunt gemischte Vorstand setzt sich aus gut gelaunten Mosellanern und Hunsrückern zusammen. In verschiedenen Sitzungen des neuen Vorstandes wurden die neuen Arbeitsschritte zur Realisierung des Kulturkinos besprochen. In angeregten und lebhaften Diskussionen wurde über die Finanzierung und über die technische Ausstattung debattiert. Damit man einen Eindruck von der Beschallung des Raumes bekam, wurde probehalber eine Soundanlage aufgebaut, wie sie nachher im Kino benötigt wird. Verschiedene Lautsprecher wurden in allen Ecken des Raumes aufgestellt, um die Wirkung des Klangs zu testen. Der erste Versuch war schon vielversprechend. Um Interessenten und Mitglieder über den Fortschritt beim Aufbau des Kulturkinos zu informieren, wurden kurze Videos gedreht und bei den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Für die Kinosessel fand man erste Sponsoren, zum Beispiel die Firma Orthopädie Technik Lei in Zell, Weingut Alfred Dahm in Pünderich, Globus Zell und die beiden regionalen Geldinstitute, die Reiber und die Sparkasse. Der Verein hat im Moment über 40 Mitglieder und berechtigte Hoffnungen, dem heiligen Bürokratius, der wieder mal um die Ecke guckt, einige Punkte abzuringen. Nun geht es um Bauverordnungen, Hygienevorschriften, Brandschutzmaßnahmen und Versicherungen. Wieder ein Sieg im Paragraphendschungel des Bürokratismus. Die Baugenehmigung ist da. Nun wurde geschraubt, gehämmert, geflext und gebohrt. So viel Lärm ist ja nicht zum Aushalten, meint Bruno. Nun traten die Schwarzmaler in Aktion. Die Seitenwände und die Decke wurden schwarz gestrichen. Als nächstes wurde in der Stadthalle ein Beamer ausprobiert, ob er auch den Anforderungen eines Kinos entspricht. Der Beamer überzeugte die Vereinsmitglieder durch Brillanz und Lichtstärke und wird in Zukunft das Herzstück des Kinos sein. Der Molltonstoff, der den Nachhall im Raum dämpfen und an Decke und Wänden angebracht werden soll, wird zugeschnitten und vernäht. Auch dieser Daumen wurde zuerst angeschnitten und musste nach einem kleinen Arbeitsunfall genäht werden. Über diese Aluminiumstangen wurde dann der Molltonstoff an die Decke gehangen. Dann wurden die elektrischen Leitungen für Lautsprecher, Licht und Beamer verlegt, Steckdosen gesetzt und Sicherungen angebracht. Dann ein Fototermin mit Nedjo Radic für die weitere Werbung. An die vorbereiteten Holzrahmen wurden die Stoffbahnen getackert und diese schallschluckenden Konstruktionen wurden an die Wände befestigt. Noch einmal vorher und nachher. Als nächstes wurden die Lampen im Innenraum und die Lampen für die Bühne installiert, die Lautsprecher an die Wände gebracht und die nächste Versammlung konnte schon in gemütlicher Atmosphäre stattfinden. Der heilige Bürokratius übrigens wurde immer leiser und kleiner. Als Unterbau für die Sitzreihen sind Holzpaletten angedacht. Circa 180 Stück sind notwendig, um einen stabilen und in der Höhe variablen Holzunterbau hinzubekommen. USB-Platten und die Kanthölzer für den Sitzaufbau werden angeliefert und der Aufbau der Sitze in Stufen kann beginnen. Auf die Holzplatten wurde dann der Teppich verlegt. Eine Informationsfahrt ins Kino nach Boppard brachte Erkenntnisse über Sitzanordnung, Abrechnungsmodalitäten und Verkäufe am Kiosk. Und dann war es soweit. Im April 2017 im Tivoli Castellaun abgeschraubt, wurden die Kinosessel an ihren Platz gebracht und im Kulturkino Keimt verschraubt. Jetzt sieht es schon fast so aus wie ein Kino. Der Beamer wurde von der Firma Bertgen an der Decke befestigt und justiert. Die letzten Sessel wurden auf die Plätze gebracht und befestigt. Feuerlöscher und Hinweisschilder wurden angeschraubt und die erste Mitgliederversammlung konnte schon im Kino stattfinden. Ich möchte euch mal begrüßen im Namen des Vorstandes vom Kulturkino Keimt e.V. Die Leinwand kam und wurde befestigt und es kam noch ein Grußwort. Ich denke stellvertretend für andere an einen kleinen Ort in Sachsen. Deshalb gibt es dort jetzt wieder ein kleines, als Bürgerinitiative gegründetes Kino. Und jetzt geht's los. Was?
herzlich willkommen im Kulturkino Kalmthal.